So, hallo. Wenn du jetzt dein Einmaleins schon fleißig geübt hast und hoffentlich auch schon auswendig kannst, dann wirst du sehen, dass wir die Übungen, die wir jetzt rechnen, die eigentlich auch alle ganz leicht fallen sollten. Beziehungsweise, was ganz interessant ist, ist, dass du merken wirst, dass du eigentlich jede beliebige Aufgabe, jede beliebige Multiplikationsrechnung tatsächlich auch mit deinem Wissen des Einmaleins gut rechnen kannst. Falls du mir das nicht glaubst, dann rechnen wir jetzt einfach mal ein paar Beispiele durch. Heute, denke ich, werden wir uns vor allem aufs Beispielrechnen konzentrieren und wir fangen auch einfach mal direkt an mit der ersten Übung und das ist 16 mal 9. Übrigens, falls du diese Übersetzung mit dem Original von CERL mit der Khan Academy vergleichst, sieht ein bisschen anders aus. Ich zeige dir einfach das schriftliche Multiplizieren, wie du es wahrscheinlich auch bei dir in der Schule lernen und kennenlernen wirst. Und damit du da nicht zu sehr verwirrt wirst, zeige ich dir einfach das deutsche System. Aber das, was der CERL dann macht, ist natürlich genauso richtig, ist einfach nur ein anderer Weg. Okay, was machen wir jetzt? Also 16 mal 9, denkst du dir jetzt wahrscheinlich, okay, wow, das ist aber viel mehr, als ich im 1x1 auswendig gelernt habe. Du bist da vielleicht nur bis 10 oder bis 12 hochgegangen. Was machen wir jetzt mit 16 mal 9? Das ist eigentlich ein bisschen zu groß und wir können es jetzt runterbrechen. Und zwar rechnen wir einzeln zuerst mal 9 mal 6 und danach rechnen wir 9 mal 1. So, und wie wir das dann hinschreiben und wie wir es zusammenrechnen, das zeige ich dir jetzt gleich. Jetzt rechnen wir erstmal 9 mal 6. So, 9 mal 6. Und was 9 mal 6 gibt, weißt du ja mittlerweile bestimmt schon, wenn du dein 1 mal 1 auswendig gelernt hast, dann weißt du, aha, 9 mal 6 ist ja ganz einfach. Das ist 54. So, und jetzt gibt es eine spezielle Art und Weise, das hier unter den Strich zu schreiben. Und zwar schreibst du das wieder in quasi solche Einer- und Zehner-Spalten. Du erinnerst dich noch, bei der Addition, beim schriftlichen Addieren, haben wir das genauso gemacht. Das heißt, das ist unsere Einer-Spalte und das ist unsere Zehner-Spalte. Und die 45, die tragen wir da jetzt einfach ein. Und dann kommt die 4 hier rein und die 5 kommt hier rein. So, ganz einfach. Als nächstes rechnen wir 9 mal 1. 9 mal 1. 9 mal 1. Und das ist ganz einfach. Jede Zahl mal 1 ist diese gleiche Zahl. Das heißt, das ist 9. So, und 9 mal 1, das war jetzt die Rechnung von, wir haben jetzt die 1 kommt aus der Zehnerstelle von der 16. Das heißt, die 9 müssen wir jetzt in der Zehnerstelle auch eintragen und dort beginnen. Und die schreiben wir da einfach rein. So, und jetzt siehst du schon, jetzt haben wir da oben 54, da unten 9 in den jeweiligen Spalten richtig verteilt. Und das addieren wir jetzt einfach und zählen es zusammen. Das heißt, 4 und da ist sonst nichts in der einer Spalte. Ganz einfach ist also die 4. Und dann rechnen wir noch zusammen die Addition von 5 plus 9. Es ist 19, 11, 12, 13, 14. Und wie du bei der Addition schon gelernt hast, wenn du dich nicht mehr erinnerst, kannst du nochmal hinschauen. Die 14 schreiben wir einfach hier oben 1 gemerkt oder 1 im Sinn. Und da steht sonst nichts in der 100er Spalte. Und dann nehmen wir einfach die 1 mit nach unten. Und als Ergebnis kommt dann raus: 16 mal 9 ist 144. So, ich denke, das Sinnvollste, was wir machen können, ist einfach jetzt mehr Übungen machen, bis wir umfallen, beziehungsweise bis uns die Zeit ausgeht. Jetzt machen wir einfach weiter Übungen und dann wirst du schon sehen, dass du mit dem Wissen aus dem 1x1 eigentlich alles rechnen kannst, was du rechnen willst. Nächstes Beispiel nehmen wir mal 55 mal 8. So, dann ziehen wir wieder unseren Strich drunter. Die Einer- und die Zehner-Spalte kann ich hier übrigens noch ein bisschen länger machen, dass wir das auch wirklich so. Die Einer- und die Zehner-Spalte lassen wir jetzt hier mal weg und ziehen uns einfach die einzelnen Rechnungen raus. Also zuerst rechnen wir 5 mal 8.
5 mal 8. Und was 5 mal 8 ist, 8 ist, weißt du bestimmt noch aus deinem 1x1, das ist 40. So schreiben wir hier 40 in. Und dann haben wir nochmal 5 mal 8. Da brauche ich gar nicht hier unten hinschreiben, oder machen wir es vielleicht der Vollständigkeit halber. Doch, vielleicht auch mit einer anderen Farbe. So, 5 mal 8. Und es ist natürlich auch 40. Und die schreiben wir jetzt eine Stelle weiter drüben, also fangen in der 10er Stelle an, weil wir haben jetzt die 10er Stelle von der 55 mit der 8 multipliziert. Schreiben also hier die 44, die 40 hin und addieren das einfach. Und das heißt, in der 1er Stelle steht nur die 0, hier steht 4 plus 0 ist 4 und hier steht nichts, oder könnten wir auch eine 0 hinschreiben, brauchen wir aber gar nicht. Also nichts plus 4 ist 4. Das heißt, unser Ergebnis ist 440. Gut. Machen wir noch ein Beispiel. Und zwar, welches nehmen wir denn jetzt? Rechnen wir. Ich scroll mal nach unten, dann haben wir ein bisschen Platz. So, rechnen wir 89 mal 3. Okay, das teilen wir auch wieder auf. Zuerst rechnen wir 3 mal 9. 3 mal 9. Und was ist 3 mal 9? Genau, das ist 27. Also Strich drunter und 27. Und 8 mal 3. Oder 3 mal 8. Ist ja das Gleiche. Das ist. So, was ist 3 mal 8? Das ist 24. Und wie gesagt, die 8 war jetzt auf der 10er Stelle. Das heißt, wir fangen jetzt in der 10er Stelle an, die 24 einzutragen. Das geht ganz einfach so. Und dann zählen wir das Ganze zusammen. Das heißt, 27 plus 24 könnten wir auch im Kopf machen, aber jetzt haben wir ja so schön alles schon in Spalten übereinander geschrieben. Dann rechnen wir einfach pro Spalte zusammen. Also zuerst die 1er Spalte 7 und da unten steht nichts, also 7 und 2 plus 4 ist 6 und 2 und hier steht auch nichts, ist 2. Das heißt, unser Ergebnis für 89 mal 3 ist 267. Gut, ich hoffe, du kommst immer noch mit. Ich denke aber, wir üben einfach weiter. Wie gesagt, wir wollen ja heute bis möglichst zum Umfallen üben. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Jetzt rechnen wir mal die 239 mal 6. Und jetzt denkst du dir vielleicht, Moment mal, in dem Titel von dem Video steht doch eigentlich nur zweistellige Zahlen mit multiplizieren. Macht nichts. Ich denke, du wirst sehen, dass du das trotzdem ganz einfach lösen kannst. Vielleicht müssen wir eine Stelle mehr füllen in der Übung, aber du wirst schon ganz, du wirst sehen, es geht auch ganz einfach mit dem 1x1, was du schon kennst. Fangen wir wieder an. Zuerst mit der 6 mal der Zahl, die in der 1er Stelle steht. Und das ist 9, also 6. Ja, also 6, 6 mal 9. Und 6 mal 9 ist 45, das weißt du ja schon auswendig hoffentlich. Schreiben wir also hier hin. Dann rechnen wir 6 mal 3. 6 mal 3, und das ist ganz einfach, das ist 18. Und die 3 war an der 10er Stelle, das heißt, wir fangen in der 10er Stelle an zu schreiben. 18. Und was nehmen wir denn jetzt? Hellblau. 6 mal 2 ist 12 und die 2 war in der 100er Stelle. Das heißt, jetzt nehmen wir die 12 und fangen in der 100er Stelle an zu schreiben. Und auch das alles addieren wir wieder. Das ist 10. Das ist immer noch ganz einfach. Das heißt, in der 1er Spalte oder Stelle steht die 4, nur die 4. Hier steht die 8 und die 5. 8 plus 5 ist 13. Eins im Sinn oder eins gemerkt, das heißt, die schreiben wir hier hin. Und 1, 2, 3, 4 steht in der 100er Spalte. Und dann haben wir dann noch eine Spalte mehr. Da steht die 1, das ist die 1000er Spalte. Das heißt, insgesamt kommt als Ergebnis hier raus, wenn wir 239
mal 6 multiplizieren, haben wir als Ergebnis die 1434. Wow, das ist schon eine ganze Menge. Und jetzt könnten wir jetzt noch eins weiter treiben. Vielleicht nehmen wir noch eine größere Zahl. Dann wirst du sehen, das kannst du beliebig weiterspielen, das Spiel, und immer größere Zahlen multiplizieren. Dann kannst du dir gern noch andere Zahlen ausdenken zu Hause. Multiplizieren wir 7362 mal 9. So, das wird unsere Robola. Bisschen schräg hier. Ah, das passt schon. So. Das wird unsere Abschlussaufgabe. Also 9 mal 2. Fangen wir an mit 9 mal 2. Und es ist schon egal, wie groß die Zahlen wird. Es bleibt eigentlich immer ganz einfach. Und es bleiben alles nur Multiplikationen, die du in dem 1 mal 1 sowieso schon gelernt hast. Also 9 mal 2. Das brauchen wir jetzt vielleicht nicht mehr nebendran schreiben. 9 mal 2 ist 18. Und 9 mal 6 ist 45. Und 9 mal 3, nehmen wir blau, 9 mal 3 ist 27. Und zum Schluss haben wir noch 7 mal die 9 oder 9 mal die 7. Und das ist 63. So. Und das addieren wir jetzt wieder alles. Es steht ja schon schön in Spalten untereinander. Das heißt, hier steht die 8. Hier steht 1 plus 4 ist 5. Dann haben wir hier 5 plus 7. Aha, da kommen wir wieder über die 10. Das heißt, 5 plus 7 ist 12 und die 1 passt ja nicht mehr in die Spalte. Das heißt, die merken wir uns, also sagen wir 1 im Sinn oder 1 gemerkt, schreiben wir in die nächste Spalte mit rein. Dann rechnen wir 2 plus 3 plus 1, das ist 6. Und hier steht noch die 6, die ziehen wir einfach nach unten. Das heißt, als Ergebnis von 7392 mal 9 kommt raus 66.258. So, ich hoffe, du bist gut mitgekommen. In den nächsten Videos werden wir dann noch größere Zahlen miteinander multiplizieren. Vor allem auch hier auf der Seite haben wir dann vielleicht Zahlen, die nicht nur einstellig sind, sondern mehrstellig. Das heißt, da haben wir einer, zehner, hunderterstellige Zahlen. Ja, ich hoffe, du freust dich drauf, und falls du das 1x1 noch nicht ganz auswendig gelernt hast, merkst du, wie gut du das hier anwenden kannst. Also lerne es einfach weiter fleißig, dann wirst du mit dem Multiplikationsabkommen nie ein Problem haben und sogar vielleicht viel Spaß. Okay, bis dahin. Tschüss.